Leute! Da von da oben kamen wir. Fuck. Und da oben hängt eine Spinne. Hallöchen miteinander und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Minecraft Apocalypse. Ja. Server? Was? Server? Was? Achso, ja. Server. Oh Gott. Nur noch mal kurz zum Anmerken in der letzten... Oh, scheiße, ich erstick. Ich erstick gleich. In der letzten Folge hat man ja gesehen, ich habe ein halbes Herz. Also... Ich habe zwei Herzen. Ich habe ein halbes Herz. Ich habe Vorrang. Ich habe an hinten. Wenn du die Welt resetten willst, ich könnte dich jetzt mit der Spitzhacke... Unser Eisen ist noch nicht... Uns ist noch nicht durchgebraten. Ich würde sagen, ich mache dann mal aus dem Eisen ein bisschen... Moment, ist halt... Ja, Stein ist da drin. Ich mach mir schon mal ein Eisenschwert. Gut, ich mach mal zwei Eisenbrustpanzer, okay? Jo, soll ich auch was aus Eisen machen? Ich habe noch 27 Eisen. Genau, ich sollte ja Waffen machen, oder? Waffen sollte ich noch machen und so, und Spitzhacken. Aus Eisen. Ich mach dir noch ein Schwert. Ja. So, jetzt habe ich dir noch ein Schwert gemacht. Dann würde ich sagen, was brauchen wir noch alles? Schwert zu, schmeiß mir das Schwert zu! Warte. Ja. Dann mache ich noch ein, was mache ich denn noch? Was könnten wir noch gebrauchen? Eine Schaufel? Nicht, oder? Ich habe eine Schaufel schon. Okay. Ich baue die Kiste ab, okay? Oh, okay. Die müssen wir ja sowieso mitnehmen. Und jetzt habe ich keinen einzigen Hungerbalken mehr. Oh, die Werkbänder ab. Was habe ich denn an den Armen? Ach, man hat automatisch auch was an den Armen, wenn man die Rüstung anzieht. Ja, Handschuhe. Oh, habe ich bis hier gar nicht gemerkt und dabei. So, wo ist der Ausgang? Ha, da ist noch Gold. So, ach, wir wollen wieder an die Oberfläche. Willst du an die Oberfläche? Ja, wir müssen doch was zu essen suchen. Weißt du was? Ich habe ein halbes Herz. Wenn wir an der Oberfläche nicht aufpassen, sind wir vom Arsch. Das weißt du. Also wir müssen echt uns zusammenreißen an der Oberfläche. Also ich darf ganz sicherlich nichts mehr mit irgendwas in Berührung kommen. Sonst war es das. Hey, scheiße, habe ich Angst. Ich mach mal kurz noch ein paar Fackeln. Ja. Bist du sicher, dass das der Weg war? Weiß es nicht. Mein hässliches Eisenschwert, was ich selbst mal gemacht habe. Oh, ich habe noch 24 Fackeln. Oder waren die jetzt von dir alle? Richtig gegeben. Hier geht's nur weiter runter. Warte, ich nehme das Eisen noch mit. Da ist noch ein Eisen. So, weiter. Also da geht's weiter runter, okay. Dann sind wir nicht den Weg gekommen. Ich darf auch nirgendwo mehr runterfallen oder so. Alter, ich hab Sauschiss. Ich glaube, ich hoffe nicht, dass wir jetzt verkacken. Spinne! Da von da oben kamen wir. Fuck! Und da oben hängt eine Spinne. Da ja, stimmt. Spinne. Wir sind da oben der Weg. Unser Weg. Wir müssen da... Hexen. Drei Hexen. Hochbauen. Einer straight nach oben. Halt... Nicht so nah in der Mitte. Nicht so nah am Rand, sondern mehr in der Mitte. Ah! Oh, die Hexe hat mich schon beworfen. Hey, ist da irgendwo ein Zombie oder so? Siehst du das? Ey, ich darf jetzt auch nicht runterfallen. Ja, da ist ein Zombie. Einfach sneakend hochbauen, sneakend. Oh, ich bin oben. Ah. Oh. Sneaken. Okay. Zum Glück habe ich den Weg damals ausgeleuchtet. Ja. Zum Glück habe ich den Weg gebaut. Zum Glück habe ich den Weg gebaut. Aber aufpassen, dass da oben jetzt nichts gespawnt ist. Ich habe hier oben extra ausgeleuchtet. Ja, aber diese cracked Zombies, wer weiß. Oh, warte. Schlag ihn. Also, wie ist dein Plan? Wir haben Essen. Ja.
Ja, mir hilft es eh nichts mehr. Ich würde sagen, jeder baut sich ein Loch. Warte, was ist gerade Nacht? Nacht ist nicht gut. Wenn wir Nacht deswegen, hat. Jeder baut sich ein Loch und kann dann hier abbauen. Und den Block darfst du nicht kaputt machen, den da. Oh oh. Kann da jetzt was durchkommen? Nix, nicht, oder? Da kann nichts durchkommen. Oh. Durch das Loch jetzt. Ne, die bleiben hier auf dem Block ja. Da stehen. Wir müssen saumäßig aufpassen. Du darfst auch. Wir dürfen auch nicht ineinander irgendwie aus Versehen reinlaufen. Ja, eben. Dass du während du abbaust oder während ich abbaue, jemand da rein. Ey, wir müssen fuck aufpassen. Ich tu meine Hand mal weg von der linken Maustaste. Mann, ich hab so Schiss. Was machen wir jetzt? Wir müssen die Zeit überbrücken. Ich würde sagen, wir. Weil in der Nacht. Weil am Tag sind ja nur die Zombies. In der Nacht sind noch Skelette. Ja, eben. Und Spinnen. Und ich höre Zombies. Okay. Ein Loch. Ganz ruhig. Ein Loch! Ganz ruhig. Ein Loch. Ich mein. Mein okay, also, dein Loch ist größer. Ja, ich höre Zombies. Das ist dein Loch. Hey, nein! Nein, wenn auf ein Zombie runterkommt in das kleine Loch, kann er mich töten. Vielleicht. Sicher bin ich mir nicht. Aber möglich wär's. Hier oben noch mit so einem Holz zugemacht. Der Stöpsel. Ja, genau, das war ich. Der Stöpsel des Todes, Junge, wenn du das Ding siehst. Ja. Alter, nein, nicht dein Ernst. Warte, wir müssen. Ich weiß nicht, wie wir das machen, aber irgendwie müssen wir das jetzt machen, dass wir. Irgendeinen Plan. Wie kommen wir am einfachsten, am besten und am sichersten nach oben und beschaffen uns Essen? Wie kann man sich am einfachsten Essen beschaffen? Es muss langfristig sein. Hast du drei Eisen? Ich hab 23. Dann gib mal drei Eisen, bitte. Ah, für einmal. What the fuck? Was war das? Creeper. Alter! War ein Creeper. Du weißt schon, wenn der uns die Bude in die Luft jagt. Ja, dann gib Eisen her, schnell! Wenn der uns die Bude in die Luft jagt, dann ist Polen offen, sag ich dir. Dann ist Polen offen. Stell dir mal vor, der springt ein Loch rein und in dem Moment kommen drei. Zombies. Da ist einer! Im Loch war einer. Soll ich? Ich hab mir jetzt nicht. Im Loch war einer. Mami, ich hab Angst. Ey. Aber irgendwie mag ich Minecraft Apocalypse mehr als LBT Endtime. LBT Endtime war zwar auch ziemlich geil, aber. Spinne! Die kann ja nicht runter, oder? Durch ein Loch können Spinnen auch nicht. Nein, die brauchen zwei breit und eins hoch. Bambi. Da ist eine. Oh! Da war einer. Komm schon. Komm zu Papi. Jetzt hab ich schon mal drei Gehirne. Da hat auch einer. Hey, wir könnten ja Zombie farmen. Ich könnte Zombie. Glaubst du, was wir hier machen? Okay, also hier sind schon mal keine mehr. Essen. Überall, wo diese grünen Blöcke sind, ne, ist der Tod. Da lauert der Tod. Ja. Ich hoffe. Der Zombie hat kein Fleisch gedroppt. Ich hoffe, ich hab mich jetzt verguckt. Das sah gerade aus wie ein Creeper. Geh mal weg, lass mal sehen. Ich sehe ihn nicht mehr, der ist schon weg, aber da sah es gerade aus wie ein Creeper. Wenn der hier in das Loch reinfällt, ist dann ist Ende. Dann ist Ende im Gelände. Vor allem.
sterben ja dann nochmal durch das Ding. Wenn der explodiert und wir sind zu nah dran, dann sterben wir ja schon mal. Ja, aber wenn wir nicht zu nah dran sind, der explodiert trotzdem, dann heißt, dann sage ich nur eins: Invasion der Zombies und Monster. Mann, wann ist denn diese Nacht vorbei? Das ist ja langweilig. Für die Zuschauer, ja, für uns ist es Nervenkitzel. Vor allem die Spinnen, die gehen einem so auf die Nerven. Also Leute, wenn es euch nicht gefällt, einfach vorspulen. Vorspulen, bis es wieder heller ist. Wenn ihr seht, es Mir wird fällt auch heller. gerade auf, ich habe die Hintergrundmusik immer noch vergessen. Diese blöde Nacht mit diesen dreckigen Zombies. Und selbst wenn es Tag wird, müssen wir immer noch kurz warten, weil es kann immer noch die Gefahr vom Creeper sein. Creeper gehen nämlich nicht weg in der Tag. Ich baue da hinten noch ein Guckloch. Ach, da hast du schon. Ein Schaf. Bett wäre ja schon mal ein Da ist ein Riesenvorteil. Schaf. Ich komm hin. Ich könnte hinkommen. Da ist es. Dann bau das Schaf frei, dass es hier runterfällt. Ja, was denkst du, was ich gerade mache? Funktioniert ja nicht. Was ist denn? Jetzt pass auf, wir schauen. Wann kommt das Schaf runter? Wann kommt das Schaf runter? Dann kommt ein Creeper runter. Achtung, ich mach hier mal frei, okay? Den Block mach ich weg. Ey, Was nein! das? Sieht's bei dir aus? Ja, das geht. Bin versucht hier zu öffnen. Der Blöde, halt mich auf. Ich bin versucht da Nein, abzubauen. nein. Ja doch, ihr kann ja nicht durchkommen. Runde. Es wird so langsam Tag. Es wird Tag. Oh Gott. Oh oh. Hier kam was durch. Hier kann jetzt was durch, ne? Hier. Wir können hier ins Freie. Ey, da kann jetzt eine Spinne um die Ecke sein. Ich habe extra so einen kleinen Tunnel, wie einen Tunnel gebaut, dass wir uns hier lang machen können. Ich baue den gerade spinnensicher. Okay. Zombie. Schlachte ihn ab. Ja, mache ich, mache ich, mache ich. Warte, nicht schlagen. Ich bin hier, ich gucke. Okay. Da unten ist ein Schaf und mehr Zombies. Über mir ist die Spinne. Achtung, da ist der Zombie. Ich Ja. schlag ihn. Bei mir ist auch einer. Der hat Zombie hingedroppt, aber es ist zu weit weg. Ja, hier auch. Es ist auch zu weit weg. Es ist Tag. Sollen wir es wagen? Ich hab's eingesammelt, hab's wieder zugebaut. Da ist noch eins. Nee, noch nicht. Ich höre noch Spinnen. Solange ich noch. Ich weiß nicht. Also wenn dann nur zu zweit. Alleine ist sicherlich nicht. Warte. Eingesammelt. Da ist noch ein Zombie. Siehst du welche? Über uns Ja, sind. wir bauen jetzt hier gerade so eine richtige. Da ist eine Spinne, Achtung. Aber die Spinne tun uns bei Tag nichts.
Wir bauen uns hier da so einen richtigen Schützengraben. Oh, Zombie, Vorsicht. Zombie. Kommt. Komm. Boah, der hat mich gehittet hier unten. Was, Alter? Pass auf. Ich hab ihn erwischt. Zombie hier? Nein, schade. Oh, oh. Versuch die Spinne hier zu hitten, aber ich treffe sie nicht. Warum kann ich diese... Ah, da ist sie. Oh, ich seh noch einen Zombie. Oh, Alter, kam der mir nah. Alter. Ich hab... Fuck. Wie knapp das war. Fuck. Fuck it. Fuck, ey, Alter, wie wir uns jetzt hier langbauen. Mir pocht das Herz. Ohne Witz. Ich hab ne Idee. Was, rausbauen und direkt auf den Baum? Ja. Die ist gefährlich, die Idee. Aber wenn ich's schaff. Warte. Dann darf ich aber auch nicht runterfallen vom Baum. Und die Zombies könnten... Pass auf, wir machen's bei 3. 1. Nee, warte. Das könnte noch gefährlicher sein, weil wenn wir auf dem Baum sind und die kreisen uns unten ein, dann kommen wir nicht mehr runter. Und springen können wir nicht, weil ich bin tot. Ich wäre sofort tot mit einem halben Herz. Ich hab hoffenweise Stein und da kommt noch ein Zombie. Da kommt ein Zombie. Warte, ich töte ihn. Zombie, was machst du denn hier in unserem Projekt? Ich hab ihn schon... Ja. Kurze Frage, was macht Zombie in unserem Projekt? Ich weiß es nicht. Ich habe 5 Dinge. Wir brauchen ja eigentlich nur ein bisschen Gras und Weed. Wir brauchen ja nur Seeds und das war's. Ja. Na toll. Es regnet. Da kommt noch ein Zombie. Also ich. Da kommt Zombie. Ich bin hinter dir, ne? Aufpassen. Von rechts kommt auch noch ein Zombie. Von rechts. Zombie, das ist unser Projekt. Was machst du denn in unserem Projekt? Ich hab auch nur noch ein halbes Herz, Der hat dich doch gehittet. Der eine. Oh, ich hab gehofft. Hallo. Verbunden, Schützengraben verbunden. Perfekt. Mission erfüllt. Okay, warte. Ich baue hier weiter aus. Holz eingesammelt. Erde eingesammelt. Ich geh mal kurz ein bisschen Dreck farmen. Ich überlege gerade, weil ich gerade keinen sehe, aber einen höre. Da. Er ist über dir gerade, der ist da bei dir. Jetzt kommt er zu mir. Weißt du, was gefährlich ist? Weil die springen. Was? Die können nämlich auch springen. Und das ist das Problem, wenn die springen. Ich habe jetzt 6 Dinge. Ich brauche so viele, dass ich regenerieren kann. Sonst lohnt es sich jetzt nicht, die zu essen. Oh Scheiße, was hast du gemacht? Ja, war ich zum Erdefarmen. Oh oh. Alter, die Aufnahme ist gerade sowas von spannend. Ja, wir müssen jetzt irgendwas machen. Scheiße. Ich will hier richtig Mission Impossible like. Ich hab 'ne Idee. Weißt du was, wir bauen uns hier an dem Baum nach oben. Wie wär's? Ich mach auch gerade hier was. Wie denn was denn? So. Hier geht's auch nach draußen.
aufgemacht. Ich hab aufgemacht, siehst du? Beim Lede, jetzt schau doch mal, ich hab aufgemacht. Ja, ich mach hier auch gleich auf, warte. Hallo Zombies? Was hast du getan? Nein! Ich will genauso wenig sterben. Könnte gefährlich werden jetzt. Die sind über Jeder. Uns. Bestimmt immer. Die sind Zombie. Der kommt auf mich zu, der kommt auf mich zu! Warum geben die mir kein Fleisch, die Zombies? Wie sieht's an deiner Front aus? An meiner Front sieht's gut aus, ich habe jetzt einen großen Überblick. Warte, warte, oh, Achtung, Achtung, weg. Komm her. Damit ich da noch schauen kann. Da ist da auch Baum. Hier ist schon mal ein Baum. Der Baum ist gut. Und, hey, da hinten siehst du das? Da ist ein Meteoritenblock im Baum drin. Vorsicht, Vorsicht! Oh Gott, ich geh weg. Ich geh weg hier. Schlapp ihn. Okay, warte, ich komm wieder. Da ist ein Meteoritenblock im Baum drin. Es ist. Da könnte. Okay, warte, kommt der, kümmert du dich drum. Komm, komm zu Papi. Warte, 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 warte. Oh Mann, das ist eigentlich. Ja, ich weiß nicht, für uns ist es schon spannend, aber. Zuschauer schreiben dann wahrscheinlich jetzt, seid nicht so Pussys. Seid nicht solche Pussys. Pussys. Okay, warte, warte. Genau das meinte ich, am Baum hochbauen. Ich bin auf dem Baum. Ich bin safe und ich bin draußen. Und es fühlt sich gut an. Es fühlt sich gut an. Wir brauchen Tiere. Wir brauchen Fleisch. Wir brauchen Essen. Wir brauchen irgendwas. Ich spring jetzt hier runter, okay? Ja, ja. Sneaken, sneaken. Es ist schon traurig, auf dem Baum zu stehen und immer noch sneaken zu müssen. Okay, ich folge dir. Da hinten ist ein Schneeberg. Wir müssen irgendwie an... Ich sehe ein Schaf da hinten. Ich glaube, das ist ein Meteorit, der da mal im Baum eingeschlagen ja. ist. Ja. Ja, stimmt. Hey, da könnte eine Kiste sein. Wenn wir Glück haben. Bauen wir uns zu dem Baum rüber. Wenn wir echt Glück haben, kann da eine Kiste sein. Wenn die einschlagen. Hey, ich sehe da unten unser Holz, was wir gebaut haben. Unsere Lücke. Die Löcher. Warte, ja. Ich wechsle mal auf den Stein. Den Bruchstein. Ich baue jetzt hier einen Weg. Hast du einen Timer gestellt? Wie lang geht die Folge schon? Schon, die geht schon ein bisschen, du. Sollten wir nicht beenden und dann. Ja. Die Frage ist jetzt, wie kommen wir jetzt hier runter? Die Frage beantworten wir einfach in der nächsten Folge. Also schnell einen Cut. Würde ich sagen. Also direkt, und wir sehen uns wieder in der nächsten Folge von Minecraft Apocalypse. Ciao.